Survey, zack, aktualisieren. Und es geht los. Letzte Runde vor dem Final. Bubble Win. Scheiße. Ich brauche doch gegen den legendären Schild gar nicht antreten. Hä? Achso. Wieso bin ich hier gefangen eigentlich? So. Letzte Runde vor dem Final. Survey zusammen mit Arms Worry RK und Arms Worry Shreed gegen Deep End of Mistreaver, Smitty DH und die Eule Jenko. Junge, 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 alter Schädel. Ich habe auch gerade geguckt, was machen wir mit den Punkten. Ja, dann gibt's ein Duel, ne? Ihr müsst halt duellieren, also führt halt kein Weg dran vorbei, ne? Ach du Scheiße. Oh Mann, so, let's go, wir gehen rein. Kann ich das hier ändern? Kann ich bitte reingucken? Ich kann nichts machen. So, jetzt geht's doch. Doch, geht. So, erste Runde geht los. Survey ist hier Target. Ach du Scheiße, droppt hier gefährlich low, verzieht sich erstmal hinter den Pillar und muss Euphorie ziehen, um hier nicht zu viel Life zu verlieren. Und toppt jetzt hier auf jeden Fall AK. Die by the Sword auch nochmal gezogen, sicherheitshalber. Und Jenko hat den Cocoon gekriegt. Also da sind sehr viele CDs am Anfang. Und Shreed verfolgt hier Smitty DH hinter den Pillar. Und wird hier fast gekillt. Ach du Scheiße, auch da ist Die by the Sword schon raus. Junge, was passiert hier? Also das ist ja nicht mehr zu fassen. Junge, so viele CDs schon in so kurzer Zeit gezogen. Jenko wird hier aber jetzt von beiden Kriegern durch den Kakao gezogen, wollte ich gerade sagen. Bitte doch, mach doch bitte die Musik aus. Ja, klar kann ich machen. Ist gar kein Problem. So, weiter geht's. AK und Shreed, beide droppen sie low. Ah, Survey sitzt im Root Beam, hat ein PS noch vorher gezogen. AK droppt low. Shreed droppt auch gefährlich low. Kriegt hier einen Grip von seinem Priester und der versucht ihn natürlich hinterm Pillar alle zu toppen. Und Smitty, DH und Jenko rennen da gleich hinterher. Also gerade, ne, DH. Ich küsse dein Herz, dankeschön. Ja, gar kein Problem. Ich höre das ja anders als ihr im Stream. Deswegen ist immer ganz gut, wenn ihr Bescheid sagt. Falls irgendwas zu laut oder zu leise ist oder störend ist, dann werde ich das natürlich umgehend beheben. So, Clone hier auf Shreed gewesen, um ein bisschen Damage rauszunehmen. Aber was ich sagen wollte, gerade so Eule DH, ne, das ist ja auch immer irgendwie eine Dream-Comp, die sehr, sehr oft auch gesehen wird. Ne, man guckt sich da natürlich die Top-Player auch an. Und gerade hier irgendwie, ich glaube, Raikou und Wersam, die kommt natürlich auch schon jetzt irgendwie gespielt und ordentlich auf der Ladder gepusht. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber wir gucken uns jetzt nochmal das Mana an. Und das sieht, Survey hat auf jeden Fall einen kleinen Nachteil. Frisst hier ein Root Beam, Shreed Drop gefährlich low, da kommt der Life Swap. Akai immer noch unter 50%, da bei The Sword auch schon bei hinten raus. Und Akai leider gestorben. Und das war nur die erste Runde von der letzten Runde vor dem großen Finale, was wir noch spielen werden. Beziehungsweise wir haben noch ein Duell, was wir uns angucken müssen. Bestehend aus einem Red und einem Unholy DK. Das wird auch witzig. Also haltet euch bitte bereit. Bereitet euch schon mal vor. Sucht euch schon mal ein Duel-Spec aus, den ihr spielen werdet, weil ihr werdet jetzt gleich ein Duel machen für den Einzug im großen Finale tatsächlich. So wie es momentan aussieht. Das kann aber auch gleich noch ganz anders aussehen, ne? Also, oder? Ne, wir haben Platz 19, 17. Ja, okay. Never mind. Ich habe nichts gesagt. So. Smitty DH, low. Shreed, low. Ach, das ist eine Scheiße hier. So, wir kriegt hier erstmal den 4 rein vom DH. Jenko droppt low, hat sein Barkskin geused, plus die Dorn. Gleich der Swap auf AK gemacht. Die by the Sword ist auch raus.
Und Survey tut sich aber ganz gut darin, gerade sein Team aufrechtzuerhalten. DeepAint natürlich auch. Beide Teams immer noch so full life. Rienko droppt jetzt gefährlich low. Kommt nochmal ein Stun auf IK und Jenko von Smitty DH. Und da ist der Dome. Der ist jetzt ausgelaufen von Survey. Und was sehen wir hier? Smitty DH unter 50%. Kriegt hier ordentlich auf die Mütze. Da kommt ein Swap auf Street, der droppt auch unter 50%. Und DeepAint, der ist die ganze Zeit dabei, wahrscheinlich das Target zu wechseln und seine Streams da anzumachen und die seine Mates da zu toppen. Akai und Jenko einigermaßen stabil in ihrem Life momentan. Avatar jetzt gepoppt von Akai. Der stürmt los. Bladestorm rennt der Eule hinterher, swappt dann aber das Target auf Shreed. Smitty DH macht zur Sicherheit eine Darkness. Und Akai, da kommt die Retourkutsche, droppt gefährlich low. Und Incap auf Survey zum richtigen Moment. Und da kommt aber ein Clone auf DeepAint, um das Ganze nicht noch in einen Leg-Sweep ausarten zu lassen. Also das wird natürlich dann immer richtig gefährlich, ne? Gerade wenn jemand low droppt, so unter 50%, da reicht meistens auch schon ein In-Cap, um dann einen Kill zu securen. Aber ich finde, beide Heiler machen das sehr, sehr hervorragend. Cocoon hier auf Street. Und Smitty DH hier mit dem Gegenangriff und zieht seinen Burst. Und, oh mein Gott, da kommt der Live-Swap auf AK von Survey. Jenko immer noch gefährlich low. Diver Distort ist auch an. PS ist auch raus. Dorn ist auch ran. Also gleich ist nichts mehr übrig. Und Jenko ist hier immer noch nicht getoppt. Smitty DH auch gefährlich low. 1% zieht er dann nochmal. Netherwalk, was geht ab? Jenko 1% kann auch noch getoppt werden. Junge, was ist das für eine geisteskranke Runde? Jo, checkt ihr das? Was passiert hier? Ach du Scheiße, ich muss auch langsam leiser reden, weil sonst klopfen meine Nachbarn hier an der Tür. Meine Güte, aber es ist so emotional gerade. Jenko wieder gefährlich low gedroppt, kriegt hier noch ein Schild rein von Survey. Der pumpt nochmal mit Sühne rein, reicht aber nicht mehr ganz aus. Oh mein Gott, Smitty DH und Jenko beide so, das waren locker nicht mehr als 5000 Life, was die noch hatten. Also das war einmal in Mondfeuer nochmal mit Initial Damage reinschallern. Junge, Junge, Junge. Also das ist echt wild. Echt wild, was hier momentan abgeht. Echt. Also es wird immer spannender, ne? Es wird immer spannender. Junge, Junge, Junge. Ach, du heilige Scheiße. Ist das geil. Und ich bin froh, dass ich wieder, ne? Ich bin auch immer bei solchen Sachen, wenn ich immer toasten muss. Und sonst bin ich immer aufgeregt, ne? Und ich habe immer ein bisschen Schiss. Jenko droppt gefährlich low. Dorn an. Barkscan an. Stirbt. Junge, wie knapp war eben die Runde? Wie schnell war die Runde vorbei? Junge, das ist ja geisteskrank. Ach du Scheiße. Ich schaff das nicht. Aber was ich sagen wollte ist, ich bin immer so, ja, ich weiß dann immer nicht. Und dann, man muss sich halt auch auf die Leute verlassen, dass sie rechtzeitig da sind und auch teilnehmen und so weiter. Da ist schon ein bisschen Druck auf meinen Schultern tatsächlich, aber ich bin trotzdem froh, dass wir das hier jetzt zum zweiten Mal durchziehen können, dieses kleine Shuffle-Tournament, und diesmal auch ein paar mehr Runden noch wieder spielen. Wir haben letztes Mal nur 6 Runden gespielt, diesmal 8 beziehungsweise noch eine 9. Runde, und es ist halt einfach geil anzugucken. Und Freunde, seien wir ehrlich, was gibt es für ein geileres Nachmittags- bzw. Abendprogramm auf einen Sonntag als schön WoW Arena reinschallern? Ist das nicht geil? Rootbeam hier auf Survey, der ist aber raus. Vielleicht war es auch nur ein Beam, konnte ich jetzt nicht genau sagen. Jenko droppt gefährlich low, kriegt hier einen Kick rein auf den Cast, muss einen Cocoon von Deep entziehen, der kriegt gleich einen Stun rein und dann kommt der Swap auch gleich auf Akai. Akai unter 50%. Dropped low. Kann er hier noch getoppt werden? Smitty DH ist da, der sitzt da am Anschlag. Der wartet nur darauf, vielleicht noch einen Counterspell rüber zu schmeißen auf DeepAint. Oder beziehungsweise einen Kick. Jenko low, Akai, beide low. Und jetzt ist natürlich Smitty und Shreeds Primetime. Beide stacken aufeinander. Die können da schön reinkleven. Und DeepAint hat natürlich alle Hände voll zu tun, ne? Und da reicht halt wirklich nur ein Kick bei seinem Stream oder ein Stormbolt darüber geschmissen wird oder ein Cage, um hier wirklich das Game zu entscheiden. Das ist sehr, sehr knapp und das ist eine heftige Leistung, die DeepAint hier leisten muss, um sein Team zu toppen, gerade wenn so viel gekleeft wird.
So, wie sieht's jetzt aus? Jetzt wird erstmal ein bisschen Pillar gekuschelt, um ein bisschen zu securen. Deep End geht rein, wird hier ins Target genommen, jobbt super low, kann sich halt noch mit seinem Port retten und muss sich jetzt erstmal selber toppen. Aber dieser Swap, der war, ach du Scheiße, der war richtig gefährlich. In 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden haben wir wieder Cocoon ready bei Deep End. Der hat sein Mana-Tee schon getrunken. Ach du Scheiße, Alter. Gibt es eine Liste mit Punkten oder Platzierungen? Ja, Ausrufezeichen Scoreboard in den Chat. Und da gibt es ein Excel-Dokument, da kannst du dir alles angucken. Oder Ausrufezeichen POV, da kriegst du Links für die Streams der anderen Teilnehmer von dem Shuffle-Tournament. So, Jenko, gefährlich low. Cocoon ist ready, kommt rein. Wir gucken uns das Mana von beiden Heilern an. Survey, 50% Mana. Deep End nicht mehr so viel Mana, sage ich mal. Und jetzt kommt der Swap auf Deep End mit dem Stormbolt. Stun nochmal vom DH hinterher. Tot. Ach du Scheiße. Junge, gerade wenn der Cocoon raus ist, ist das heftig. Was waren die anderen? Wir haben Ausrufezeichen POV und wir haben Ausrufezeichen Scoreboard. Ich gebe das einmal für dich ein. So, da kriegst du einen Link. Das ist so ein Online-Dokument. Da hast du mehrere Reiter. Da siehst du die aktuelle Punkteliste plus wer gegen wen gespielt hat und so weiter. Junge, Junge, Junge. Und ich red mir den Mund schon wieder so fusselig. Und ich sag euch mal eins, ne? Wenn morgen meine Freundin nach Hause kommt, die ist dieses Wochenende unterwegs, wenn die nach Hause kommt morgen, ich rede einfach kein Wort mit der. Ich will einfach nichts mehr sagen. Ich stream auch morgen, ich sag nichts mehr. Wir hören nur noch Musik. Ich muss mich danach erstmal erholen, Junge. Akai, drop gefährlich, los! Ach du, also, es passiert hier Schlag auf Schlag. Die by the Sword, von beiden Kriegern jetzt genutzt. Beide aber auch im Avatar. Disarm hier auf einen DH. Okay, kann auch Impact haben. Habe ich selber persönlich, habe ich noch nie gemacht. Sweet, drop gefährlich, low! Und kann hier nicht mehr getopft werden. Wir hatten auch keinen Cocoon mehr. Junge, also, ich sag es. DH, Eule und dann halt auch noch so ein Disziplinpriester, der auch nochmal Damage reinmacht. Junge, das ist ja aber auch... Ach, du heilige Scheiße. So. Aha, Voice Cracks kicken schon langsam rein. Survey. Zusammen mit unserem Arms Worry Shreed und Jenko gegen Deep End und Akai, unseren Arms Worry. Auch aus Survey und Akai, by the way. Beide aus der Community von Snoopy, die kurzfristig eingesprungen sind, weil zwei Teilnehmer leider abgesagt haben kurzfristig. Und ich muss sagen, erstmal vielen lieben Dank auch an Snoopy. Thank you, Snoopy Man, for supporting me and helping me out, finding players. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Wer ist gestorben? Ach du Scheiße. Da war so schnell jemand tot, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hilfe, bitte helfe. So. Okay, Runde vorbei. Druck, zack, kopieren.